Ja, hallo erstmal. Beim letzten Mal sind wir ja auf das Windrad eingegangen und auf meine lustige, komische Konstruktion hier, die natürlich nicht auf meinem also ich habe das Ding nicht erfunden, ne? Also um das mal gleich klarzustellen. Das ist auch eine Info, die ich mal irgendwo aufgegriffen habe, die aber total an mir vorbeigegangen ist, im Nachgang. Ich habe das nicht mehr weiter verfolgt und erst durch Zufall, als ich in meinem Keller hier, also nicht im Haus, sondern hier im Spielkeller, hier unterhalb des Hauses unterwegs war und was gebaut habe, da ist mir das zufällig aufgefallen. Und da habe ich gedacht, stopp, da war was. Und ja, in dem Zuge habe ich dann diese Veränderung vorgenommen. Veränderung, ja. Ich habe noch mal ein kleines bisschen offline gewerkelt, weil ich festgestellt habe, dass ich nicht so allzu viele Kiefern hier habe. Was doof ist. Warum ist das doof? Ganz einfach. Beim Bau von dem großen Zahnrad, beziehungsweise auch generell, wenn man etwas craftet, an der Werkbank, wo Meißel und Fett und Knochen mit eingesetzt werden, ist es sehr häufig so. Das nehmen wir auch mal mit, das ist hier alles zu dicht. Ist es häufig so, dass man ja, dass man immer diese Pausen, wenn ich zwei Sachen, drei Sachen gleichzeitig machen möchte. Grässlich. Ja, also man braucht immer Harz. Und der einzige Baum, der Harz rausrückt, ist die Kiefer. Also die Kiefer an sich mag ich als Baum, als Holzart eher weniger. Ist nicht so meins. Und deswegen, ich finde den Baum auch an sich nicht schön. Also jetzt nicht vom Entwickler her gesehen, sondern jetzt generell. Es gibt ja auch andere Spiele, wo die Kiefer explizit ist. Ist nicht meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Da gibt es schönere Bäume. Also Eichen mag ich gerne. Birken finde ich jetzt auch nicht so dolle. Die sehen auch immer sehr kahl aus. Ja. Von daher. Roggen, sehr schön. So. Ja. Hier ist noch so ein bisschen Resteis. Da schwimmen wir mal gleich flugs rüber. Das hier gleich mal weg. So. Tada. Eigentlich habe ich die Zeit nicht. Aber manche Dinge müssen einfach gemacht werden, damit sie weg sind. Gut. So. Wo steuere ich jetzt hin? Ja. Ich war ja schon offline unterwegs und
habe in diesem Zuge Stopp. Wir machen jetzt eins, oder ich mache jetzt eins. Ich will euch nur nicht verwirren. Ich habe natürlich einen gezielten Punkt, den ich anlaufen möchte, weil ich dort etwas erledigt habe offline, was mir sehr entgegenkommt. Das war ein Zufall, deswegen ich wollte eigentlich nur so ein bisschen das Harz. Ich wollte eigentlich nur so ein bisschen in der Gegend mich umschauen, ein paar Ressourcen, die mir über den Weg laufen, einsammeln. Das sind so Sachen, die mache ich eigentlich ganz gerne offline, weil ich mir immer denke, das ist nichts für das Let's Play. Ich meine, das Let's Play an sich, klar kommt da auch schon mal sowas drin vor, dass ich Kisten aufräumen muss oder so ein Kack. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Aber es ist trotzdem nicht unbedingt jetzt mein Ziel, stundenlang aufzunehmen, wie ich durch die Gegend renne und zufällig Weizen finde, zufällig Flachs finde, zufällig Rüben. Samen finde, versteht er? Klar gehört das dazu und ab und zu wird es auch in einem Tutorial, in einem Dings vorkommen, in einem Let's Play, aber es ist halt nicht mein erklärtes Ziel, das dauerhaft, oh geil, zwei. Einmal, zweimal und da ist sogar noch ein drittes drin. Ja, Hossa. Sehr gut. Diese Kiefernharz-Geschichte ist leider Gottes zu, ja, mindestens 80% über. Also im Grunde, meistens braucht man es nicht. Es gibt nicht viele Anwendungsfälle für Kiefernharz oder für Baumharz oder Harz allgemein. Aber es gibt sie. Und das ist das Problem. Meistens vernachlässigt man, also ich vernachlässige meistens die Harzsuche. Und das holt mich immer, ja, also wenn ich zufällig gerade sehe, dass da irgendwo eine Kiefer ist, die harzt, ja, dann nehme ich sie natürlich mit. Ist ja klar. Also sowas hier jetzt, das würde ich auch machen, wenn ich jetzt nicht gezielter danach suchen würde. Aber ich halte halt auch nicht so die Augen offen. Ne? Das ist, dann kann schon mal passieren, dass ich wirklich durch einen kompletten Kiefernwald renne und nicht einmal darauf achte, ob da jetzt irgendwo Harz ist oder nicht. Ja, das ist dann halt so. Aber ich brauche es dann ja auch nicht. Nur es fällt mir dann halt wieder, immer wieder vor die Füße, wenn ich es dann doch brauche. Dann stehst du da und denkst, ja super, ole ole. Und dann kannst du erstmal losgehen. Und wie es so ist, ne, ist ja klar, der Klassiker. Man braucht es, wenn man es nicht hat. Und wenn man auch am besten auch gar keine Zeit dafür hat, eigentlich, weil es schnell gehen soll. Dann hat man wieder voll gewonnen. Ich bin dann immer total happy. Und können den Computer dann wieder durchs Fenster schmeißen. Aber es ist, wie es ist. Ne?
muss man dann einfach mal Ruhe bewahren, mal wieder. Und da hinten ist schwarz. Das finde ich jetzt scheiße. Entschuldigung. Zack. Ja, du kriegst ja jetzt was zu futtern. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das nervt mich irgendwann selbst, dass ich mal wieder nur halbe Arbeit gemacht habe im ersten Augenblick. Was man sich natürlich auch immer vor Augen halten sollte und muss eigentlich, eigentlich ist es schon fast eine Pflicht, ist die Tatsache, dass das Spiel an sich unglaublich viele Sachen mitbringt, die zu beachten sind oder wären. Habt ihr was gehört? Bienen. Sehr gut. Ja, achso, wie viel Harz habe ich denn jetzt mittlerweile? 7. Okay, das ist erstmal. Ja, so, jetzt aber. Ja, ihr werdet merken, sehen, ihr habt gemerkt, so, das wollte ich sagen, plötzlich sind wir nicht mehr unterwegs, sondern plötzlich stehen wir vor so einer Behelfshütte. Die Behelfshütte, die stammt von mir. Und zwar habe ich mir die gebaut, als ich offline unterwegs war und feststellen musste, dass ich ja zufällig einen Bienenstock gefunden habe. Wie vorhin auch schon, wo wir dran vorbeigelaufen sind. Deswegen habe ich den einfach mal ignoriert, habe nur darauf hingewiesen, ja, da ist ein Summen, aber bin weitergerannt. So, das ist der Grund. Wir haben hier auch einen Bienenstock gefunden. Also ich. Hier, ne? Da. Ein Wildbienenstock. Und ja, den habe ich mir dann umgesiedelt, zum Teil jedenfalls in diesen eigenen Bienenstock. Und mit diesen werden wir dann beim nächsten Mal wieder nach Hause wandern. Jetzt werde ich mich aber erstmal verabschieden. Sage danke fürs dabei gewesen sein. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass es immer mehr werden. Das freut mich wirklich ungemein. Ich finde das total klasse. Und ja, bleibt gesund, bleibt mir erhalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und oder ein Abo da oder ein Kommentar. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Vintage Story Let's Play. Bis dahin, Tschüssikowski.